So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Ja, ihr seht richtig, wir haben heute erst Sonntag und nicht schon Montag. Heute geht's weiter mit dem Derby gegen Real Sociedad San Sebastian. Der Tabellen 18. ist zu Hause, ist der Gast. Das heißt der Gast. Oh, warte mal, habe ich das richtig gesehen in der Kalender, dass wir Barcelona in der nächsten Heimpartie haben? Wir können tatsächlich im direkten Duell den Meistertitel klar machen. Weil heute wird es wahrscheinlich nicht passieren. So, gehen wir rein. Fahr. Ein bisschen rotieren müssen wir leider. Hat aber so ein bisschen seine Gründe, warum. Weil da einige Spieler nicht so 100% auf der Höhe sind. Deswegen werden wir ein bisschen durchmixen müssen. So, Olmo mal raus. Nein, das hat jetzt nicht mit irgendwas zu tun. Das ist jetzt nicht... wir müssen eh wechseln. Ich brauche aber keine drei Stürmer auf der Bank. Deswegen ist es halt so jetzt gerade. So, euer Sabal mal raus. Dafür Merino auf die Seite und Wenzel auf die 6. So, wie Alibo da vorne rein. Diesmal lasse ich Williams dabei. Ja, und ich bereue es vielleicht wieder, dass wir jetzt nochmal verlieren. Bitte nicht, ey. Also ich will jetzt nicht unbedingt die ganze Barcelona so rankommen lassen. Eine Partie, die es in sich hat. Mit zwei Mannschaften, die wissen, heute muss Leistung her. Richtig. Wir sind live vor Ort hier im San Marcos. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Vor allen Dingen ist es Derby-Zeit. Der Tabellenführer will auf dem Weg zur Meisterschaft und der Tabellen 18. möchte gerne den Abstieg verhindern. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage ein Spiel aus der La Liga Santander auf dem Programm. Athletic Bilbao gegen Real Sociedad. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant. Und es ist eins klar, es wird hochklassig. Von Bilbao. Bei ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Links und rechts jeweils einer. Und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. Hier ist die heutige Aufstellung von Real Sociedad. Toremäßig könnte es heute dünn werden, oder Buschi? Ja, die kennen wir natürlich als sehr defensives Team. Beton anrühren ist angesagt. Mal gucken, ob das zum Erfolg führt. So, auf geht's ins Bilbao hat Anstoß. Match. Wir wollen natürlich heute Real Sociedad schlagen und dann gibt's Chelsea. Leider, wie gesagt, ohne Alvarez und ohne Vivian, die ja die dritte gelbe bzw. die rote Karte gesehen haben im Spiel gegen Chelsea. Und der Tabellenführer führt schon mal. Das wichtige 1:0. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder. Aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt.
So, wir führen jedenfalls. Schon mal 1-0. Ja, heute keine Experimente. Nicht noch eine Niederlage. Drei reichen in dieser Saison. Und ich will einfach mal wieder das Spiel zu 0 gewinnen. Er stand vor diesem Spiel so ein wenig im Vordergrund. Denn für ihn ist es heute das Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Zubeldia, okay, ehemaliger Real Sociedad-Verteidiger. Wir haben ja sehr viele bei ihnen, von den Jungs. Wir haben die ja sehr aufgekauft damals. Profi-Vereinswechsel sind da völlig normal. Vor dem Spiel, nach dem Spiel. Oh Mann. Da gibt's wahrscheinlich schon gemischte Gefühle, aber auf dem Rasen. Sie haben auch viel, viel Geld kassiert von uns. Den Angriff hätte mal laufen lassen können, weil ich ja danach den Ball hatte. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Ah, das passiert. Oh. Aufatmen aus dieser Szene wird erstmal nichts. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Aber wie gesagt, wir haben ja vor City haben wir ja unser Liga-Match verloren. Da war City auswärts geschlagen. Gut gemacht. Der Ball ist erstmal raus. Rosabel, der in der Linkspartie ja nicht einmal sein wird, aber Alvarez durchaus eine Alternative ist, hat er ja schon ein bisschen gezeigt. Borja Sainz. Auf den ist einfach Verlass. Gebt Vorteil nach diesem Foul. Wird gar nicht getroffen. Es wird viel über Asier Ilaramendi diskutiert. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Lass mich doch in Ruhe. Nimm ihn dir doch. Moffi. Ja, Kepa da aber auch so ein Ding kassiert gegen Chelsea. Von der Auslinie quasi mehr oder weniger. Ja, mit viel Übersicht. Was macht er draus? Am besten, das Beste. 2-0. Perfekt auf und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz ruhig. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Also 2-0 jedenfalls schon mal. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Marusic. Oh, da hat er gut gemacht. Morphy. Kein Problem. Kipper jetzt greift zu. Klasse gehalten. Er hat ja, wie gesagt, im Derby gerne und dann Barcelona wahrscheinlich das letzte Match oder was? Deutlich kurz vor dem Pausenpfiff in diesem Spiel. Sie sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was Sie hier machen. Zwei Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg hin. Den Ball holt er. Na ja, schade, ich dachte, den kriegt er noch irgendwie von den Rosabel, der ist erstmal weg, der Ball. Ja, Schiri, der war im Aus. Weiter diese Szene. Zadig. Scheinbar war er nicht im Aus, zumindest der Schiedsrichter nicht so. Pajalitz! So wieder nicht zu null. Ich krieg's die Motten. Ich darf nicht zu null. Ich kriege immer mindestens ein Gegentor. Tolles Tor, cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit. Der ist wohl einfach zu genau, auch wenn es die Torwart-Ecke ist. Das zeigt ja die Wiederholung. Kriegst du dich hin? Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so gut aus, klar, sie liegen noch vorn, aber wer weiß, das könnte jetzt nochmal ein völlig anderes Spiel werden. Mann, ärgert mich das gerade so ein bisschen. 2-1, hier ist auch alles drin.
dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Wir kennen sie im Sturm als unglaublich effektive Mannschaft. Heute zeigen sie das wieder mal. Zwei Tore gemacht. Und so kommen dann auch die Erfolge. Sie führen, sieht zur Pause alles gut aus. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. So, gehen wir in die zweite Halbzeit. Ja? Real Sociedad mit einem Tor hinten. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier nach der Pause nun entwickelt. Ach komm, der hat doch nichts. Das ist eine gute Chance. Es gibt einen Wechsel. Da war doch nichts. So, Rabiot für Silva. Ach komm schon, ey. Ihr wollt doch nur, dass ich abverkacke. Hey, du kriegst jetzt wieder so ein blödes Tor. Wir sind eigentlich. 2-2. Da haben wir nochmal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht unten ins Eck und ist nicht zu halten. Ja, innerhalb von nur 5 Minuten, wenn du die Pause abziehst. Schön durchgesetzt. Zieht in die Mitte. Jetzt rein! Auch das wieder ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die perfekte Antwort auf den Ausgleich gegeben. Bocha! Sainz! 3-2. Der ja mal eisekalt das Ding da hinten ins Eck legt. Durchgesetzt. Durchgetankt förmlich. Die hat ja ohne jede Chance. Ein allen einfach vorbei und dann haut er das Ding ins lange Eck. Der angehende Meister führt wieder mit 3-2. Das ist ein enges Spiel. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Da ist er zur Stelle. Aufgabe erstmal. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. So, Sanchez, da, ah, das ist so weit weg. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Oh, der hätte sogar noch was passen können. Aber der Keeper ist da, gut gehalten. Der Pass hätte genauer kommen müssen, wäre es vorher schon mal 4-2 gewesen. Und die Situation geklärt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah, guter Steilpass hier. Sadio Mané. Klasse gehäkelt und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Jetzt kommt der Wechsel. Sie führen die Ecke kurz aus. Rabiot. Oh, Kepa. Lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. Ja, wir sind nicht traurig. Wir sind noch nicht durch mit dem Match. Es ist noch genug Zeit. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Die Chancen sind da, aber das ist das einzig Positive. Rodriguez. Und einer der Hauptgründe dafür ist Sadik, der Torschütze zum 2-2. Unkonzentriertheit vor dem gegnerischen Tor. Ach komm schon, der hat doch, der hat sich doch fallen lassen. Ich sage ja, jetzt willst du das Spiel auch noch verpfiffen. War kein Foul. Klar, Ball gespielt. Das war Pech. Super Freistoß, Zentimeter fehlen. Dass der von Tabellen 18 zu Hause noch kein Gegentor. Eigentlich darfst du das Ding nicht aus der Hand nehmen lassen. In Kürze steht das Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League an für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Chelsea. Das ja. Einiges könnte hochklassig werden.
Das war faul, da muss er natürlich Freistoß geben. Na, kommt sie vorbei. Das ist ein vielversprechender Pass. Das Ding ist bei weitem noch nicht durch, wie gesagt. Marusic. Das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Du lässt dir schon wieder vom Tabellen, von einem Unterklasse, aber es hat Unterklasse gegeben, von dem Verein, der am Abschiedskampf steht, wieder gegen Tor ohne Ende reinhauen. Fassball, oh fucking Fassball. Oh mein Gott, ey. Ja, ich muss jetzt die weg. Ich muss leider jetzt ein bisschen doch wechseln. Ich muss jetzt drei Wechsel machen. Ich brauche jetzt natürlich vorne meine Spieler. Ich will das Match hier gewinnen. Das wäre jetzt das zweite Match in Folge, was ich. Also Liga-Match. Takefusa Kubo. Rabiot. So, und hier sehen wir den nächsten Gegner von Real Sociedad. Ja, es geht gegen den FC Valencia im nächsten Spiel in der spanischen La Liga Santander. Und da habe ich so mal. Ah, der springt schon wieder weg, der Ball. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor. Unai Vencedor. 6 Minuten haben wir hier noch. Vielleicht die Gelegenheit für den späten Siegtreffer. Vielleicht die Führung jetzt. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Noch steht es unentschieden, aber sie bekommen jetzt noch einen Eckball. Gefahr bereinigt. Richtige Entscheidung. Jetzt gibt es den Freistoß. Freistoß für die? Ach komm schon, wenn ich noch eine Chance habe. Warten wir doch ab, der Gegner vielleicht noch eine Chance bekommt. Ja, dann können wir doch mal Freistoß schießen, damit sie wieder nicht gewinnen. Rabiot. Der Ball läuft richtig gut. Den Ball hat er. Sie können es machen. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler. Deswegen war es so wichtig, dass er. Ja, du spielst wieder, du gewinnst wieder nicht. Damit die Chance zur Führung. Sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Damit ist dieses wieder nicht geworden. Ey, ich darf nicht mehr. Jetzt wird mir das Spiel. Danke, Schiedsrichter. Die Punkte hast du mir gekostet. Ey, was für eine lächerliche Entscheidung. Ja, Nervenflatter vor der Meisterschaft, weißt du? Und wieder. Du kommst nicht ran. Und wieder spielt letztlich von dem Tabelle, von dem Verein, der ganz unten drin steht, dass die Butter vom Brot nehmen. Das ist letztlich vom Erzrival noch ein Zauber, der Tabelle 18. Weißt du, die vorher nur auf die Fresse gekriegt haben. Komm nach, schön, nimm mal die Punkte, den Punkt einfach mit. 20 Punkte Vorsprung, ja, wir haben 17 nur noch. Wir waren auf dem Weg zur Meisterschaft. Ja, das wird jetzt immer weiter. Also klar, mit dem nächsten Spiel könnte man das durchaus sehen. Es kotzt mich das alles an, ey. Aber wie gesagt. Na gut. Nochmal vertagt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's gegen Chelsea im Einzug ins Halbfinale. So rum geht's.